Hallo meine Freunde, Supercalli hier und herzlich willkommen zum erneuten 20. Let's Play von The Division. Ich hatte gerade einen Bluescreen beim Aufnehmen. Es ist was an Game Footage verloren gegangen. Ist ein bisschen ärgerlich. Kann ich leider nichts dran ändern. Hier der zweite Teil. Wir machen gerade eine Nebenmission. Rettung der Zivilisten. Und ja. Mal ein Granätchen schmeißen wir auch mal da hinten hin. Dann jetzt hier mal ein bisschen rein randalieren. Kleines Paketen, unser Geschütz schmeißen wir dahin. Sobald er sich jetzt umdreht, knallen wir dem mal ordentlich was rein. Auch noch eine Brandgranate haben wir auch noch. So, was lässt er denn da liegen? Bahnschuhe. Ja, mit dem Bluescreen, ich hatte gestern Morgen schon mal einen. Ich kann irgendwie nicht sagen, woher das kommt. Ich habe mal gegoogelt. Was kommt natürlich als Antwort? Ja, bitte Windows updaten. Als ob man das irgendwie verhindern könnte. Naja. Ich muss mal gucken, ob das jetzt öfter passiert. Wenn ja, wäre das echt übel. Heilige Scheiße, vielen Dank. Ich dachte schon, ich wäre tot. Agent, die Geiseln sind nun frei. Frei ist derzeit natürlich ein fragwürdiger Begriff für alle Menschen in Manhattan. Oder auch ganz generell. Haben wir alles eingesammelt? Ich bin mir trotzdem sicher, dass Sie dankbar sind. Dankbar im relativen Sinn, natürlich. So, wenn wir den nächsten Nebeneinsatz machen. Agent, ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das Ich in der Biologie nur eine Illusion ist. Es stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Übermittler der Anfrage. Junge, du siehst keinen Morgen mehr. Ein Arsch. Herrlich. Wo ist denn der Schuh? Achso. Erstmal erschrocken. Stimmt hier drin, oder? Ja. Es ist ziemlich simpel. Ein Abschluss von einer schicken Uni, um zu begreifen, was hier vorgeht. Dieses Virus wird sich weiter ausbreiten, solange Infizierte frei herumlaufen. Und man kann so viele Zäune und Kontrollpunkte errichten, wie man will. Aber das hält es nicht auf. Wenn man es vernichten will,
muss man es verbrennen und völlig zerstören, bevor es sich ausbreiten kann. Also, wir haben die Ausrüstung, um uns darum zu kümmern und den Mut zu tun, was sonst niemand... Aktives Echo-Signal geortet. Okay, jetzt gucken wir uns auch mal eben an, das Echo. Vanguard, packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zur Blackside Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es möglich ist. Verstanden. Vanguard Ende. Vanguard Ende! Den Ordner bergen. So, 4 Bodies, okay. Was ist sie denn da? Ist sie das nicht? Da. Natürlich zu speziell aus dem Winkel oder was? Geht's von hier? Ja. So, wo ist denn der Ordner? Da. Auch abgeschlossen. Safehouse waren wir noch nicht. Wir holen uns jetzt noch in die Waffenteile und danach blitzreisen wir mal eben zurück. Ah, hier waren wir schon. Ah, oh, echt eine Kanalisation. Nee, komm. Ich glaube, die haben wir sowieso eben schon mal mitgenommen. Ich mache hier einen kurzen Cut, damit die Blitzreise... Da sind wir auch schon. Und wir geben jetzt mal die Quest hier ab. Agent, Sie haben getan, worum wir Sie gebeten haben. Und wenn man eine Person bewertet, dann zählen in diesen Zeiten Taten mehr als Worte. Ich meine, ich kann deshalb mit und Recht sagen, Stufe 15 erreicht. Wie viel kann ich nicht sagen. Aber ich danke Ihnen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall auch was haben wir doch hier? Genau. Was haben wir denn jetzt eigentlich als erstes hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Kopfschuss reingehen, ein markiert ihn für 10 Sekunden, unwichtig. Hey, sehen Sie sich das an? Oh. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Das ist abschließende Bewegung, ja. Oh, das nehmen wir immer mit. Was war das hier? Achso, ja. Dann werden wir nämlich jetzt mal mit der Haftbombe weiterspielen. Gleich mal auch ein paar Sachen abgeben. Munition auffüllen und dann gucken wir, was wir jetzt machen können. Hier haben wir, glaube ich, soweit jetzt auch alles fertig. Oh, den Kampf da unten ist weit weg. Ich gehe jetzt erstmal hier hin zum Safehouse
Und ja. Wie geht's denn hier raus? Durch die Tür. Ja. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich werde kurz einen Cut machen, damit ihr euch den Riesenweg nicht antun müsst. Bis auf dem Weg dorthin habe ich eine potenzielle Feindbasis erwischt. Die werde ich jetzt mal versuchen zu säubern. Ein nach dem anderen hier. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu pushen. Komm hoch. Oh. Ist klar. Wir uns den nächsten Boy. Schöner Heli. So, was haben wir denn da? Einen dicken Louis. Ah, der wollte es kurz wissen. Ah, gegen so einen dicken. Switche ich mal eben auf Geschütz. Passen noch mal ein paar Bretter. Oh, switch mal kurz unsere Position. Au. Oh. Granaten haben wir gar keine. Macht nix. Dein Geschütz ist auch gleich wieder ready. Jetzt werden wir hier ein bisschen peelen. Ah, komm mal her, mein Freund. Ah, eine gute Position für unser Scharfschützengewehr. Zack. Ein Verpass. So läuft das nicht. Boom. Ihr müsst mich decken. So. Wir müssen uns. Kommt er mal oder ist er hin am Campen? Du Pussy, Alter. Komm her, hier. Noch einen Kopf. Wer ist hier die Muschi? JTF benachrichtigt. So. Und das letzte Stück nehme ich euch einfach mal mit jetzt. 170 Meter werden hoffentlich keinen umbringen. Da sind noch ein paar Gegner. Boah, was sind das für Leute? Die wird einfach nur abgeknallt. Okay, sie halten wieder mehrere Schüsse im Kopf aus. So. Dann mal schön hier mal unser Geschütz ein bisschen arbeiten lassen. Einen kleinen Heal-Koffer gesetzt und jetzt werden wir uns hier schön den Gegnern beschäftigen. Wir haben so ein bisschen mehr AP und Rüstung, können also was einstecken. Schöne kurze Burst und Einzelschuss auf die Boys.
Komm her. Na, beweg dich doch mal nicht. So. Die haben wir auch mal eben alle gemacht. Munition noch ein bisschen aufsammeln. Weiter geht's. Schon wieder Gegner? Nein. Oh. Gute 50 Meter bis zum Safehouse. Dann werden wir das mal schnell aktivieren. Über den Zaun und die Leiter hoch. Dann werden wir schon fast da sein. So. Mal rein in die gute Stube hier. Betreten eines sicheren Bereichs. So. Vielleicht Munition auffüllen. So. Karte aktualisieren. Kämpfe entdeckt. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. So. Sie wurden also geschickt, um zu helfen. Sie erinnern mich ein wenig an Sullys Jungen, der immer bei Deckards rumgehangen hat, bis der Laden zugemacht hat. Jetzt ist eine Sportsbar drin. Geld von der Familie unterstützt, wissen Sie. So, meine Freunde. Jetzt werden wir noch schnell den Nebeneinsatz machen. Wissen Sie, 94 sollten wir Geld von der Stadt kriegen, um die Straßen zu reparieren. Das Geld ist verschwunden. Und zwei Wochen später ist dem Bürgermeister in einem unserer Schlaglöcher die Achse gebrochen. Oh, übrigens, eine Vorratslieferung ist auch verschwunden. Aber das Gute ist, die Jungs von O'Hurley Heath haben sie gefunden. Sie hatten bloß kein Glück dabei, sie zu bergen. Bingo? Verlassen des sicheren Bereichs. War nicht ein Gegner? Was ist er denn, Alter? Ein Freund, Alter, einen richtigen Sack. Haut hier einfach auf so einen Typen ein, wie so ein Irrer. Fax, Alter. Ja. Eben zur Telefonaufzeichnung, bevor wir die vergessen. Wir haben 120 Betten und aktuell noch weitere 25 im Ostflügel. Alle belegt? Ja, Ma'am, mit Warteliste. Aber da fangen die Probleme erst an. Wir haben auch akuten Personalmangel. Es reicht kaum für das Weihnachtsmann. Ich weiß, es ist überall dasselbe. Ja, die Sarah hat alle Hände voll zu tun. Aber wir sind hier fast lahmgelegt. Und ich befürchte, dass die Infektion auch auf die regulären Patienten übergreift. Können Sie irgendwas tun, um die Dinge zu beschleunigen? Tut mir leid, Sir. Wir tun, was wir können. Wollen wir hier noch ein bisschen Klamotten aufsammeln? Nice, viel blauer Stoff. Warnung, ist da irgendwas? Ach, da war es schon. Und wenn wir uns jetzt mal... Oh. Warnung. Ware wird beschossen. Guck mal, direkt heiß rein hier. Schön rennen. Ah, das sind sie schon. Gegner.
Dann müssen wir vielleicht noch mal eben alles absuchen hier. Wo kommen denn die Jungs? Da kommt schon jemand. Schön die Fresse polieren. Na, was sagt man denn dazu? So. Das war sehr gute Arbeit, wirklich. Dank Ihnen wird es vielen kranken und hungrigen Menschen jetzt besser gehen. Na, jetzt sammeln wir eben noch den ganzen Shit ein hier in den Seitengassen. Hier waren noch ein paar Klamotten. Ey, ein bisschen Party. Komm, ich alles einsammeln. Da ist was. Da ist noch eine Telefonaufzeichnung. Du weißt, was läuft? Ich fürchte ja. Meinst du, es ist soweit? Könnte sein. Lieber Gott. Ich hatte gehofft, wir würden es nie erleben. Wie sieht es bei dir mit Vorräten aus? Reichen für 3 Monate. Der Wasserfilter ist praktisch neu. Ja, wir sind auch gerüstet. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ja. Also im Szenario kann man wirklich nicht vorsichtig genug sein. Zuerst noch die Nachschubbeschaffung annehmen. Noch unser Sniper Rifle. Oh, müssen wir da runter? Ja, komm, machen wir eben. Wenn wir schon mal hier sind. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ja. Orte Agenten. Hätte ich mir schon fast gedacht, dass wir geradeaus müssen. Der nächste Checkpoint nenne ich es mal. So. Und wieder zurück. Schon jemand von euch Platin gemacht? Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber Wunder gibt es ja immer wieder. Ich werde das dann, wenn es dann mal der Singleplayer oder ich nenne es mal den Story-Modus, wenn der durch ist, werde ich mal mit Kumpels versuchen. Das heißt versuchen, wenn wir die ganzen Koop-Trophäen, Multiplayer-Trophäen, wie ihr sie nennen wollt, angehen. Und die schießen. Die wollte es echt wissen. Sie haben es echt rumgerissen. Hier mal kurz hier rein und Waffenteile einsammeln. Hey, danke für die Unterstützung. Wenn die Waffenteile hier drin sind, natürlich. Sie haben es echt rumgerissen. Ja, ich glaube, die sind oben oder unten. Komm, ein paar blaue wären nicht schlecht. Jetzt aber. Jawohl, zumindest eins. Ah,
ist auch egal. Oh. Dann wieder raus und dann machen wir jetzt noch. Erfasse ein Echo in der Nähe. Okay. Ich frage noch ein allerletztes Mal. Warum sind die hier? Nur fürs Plündern, mein Gott. Nichts Schlimmes. Hey, was machen Sie? Oh, hier war noch was. Was haben wir denn da? Ach, das ist das unten, okay. Verstehe. Jetzt gehen wir mal hoch zu dem Kollegen. Quatschen mit dem und ich denke mal, dann kommen auch schon die Gegner. Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Danke. Naja, komm. Ich weiß nicht, wie Sie das geschafft haben. Ziemlich Cash Money hier. Nicht so schwierig. Vor allen Dingen nicht mit dem HP. 5% hört sich echt wenig an. Aber wenn man auf meine Health-Leiste schaut, ist es eigentlich ziemlich viel immer. Also kann ich nicht sagen, dass das immer wenig ist. Ah, wir gehen jetzt hier bosshaft. Aber naja, komm, wir helfen denen mal eben. Oh, den letzten auch ausgeschaltet. Jetzt bringen wir den aber auch mal weg. Jetzt müssen wir mal kurz ohne uns auskommen. Die Dullis. Verbrecherbande. Dieser verdammte Mob ist überall. So. Eingesetzt. Und es wird der nächste Koffer geholt. Das sind diese Psychos. Das sind diese Psychos, Mann. Alter, das Gedudel hier geht mir auf den Sack. Anton war ein guter Mann. Ich kannte ihn, seit er vor 6 Jahren zum Team stieß. Er war ein fleißiger Arbeiter, ein liebevoller Ehemann und ein stolzer Vater. Seine Töchter haben in ihm dasselbe gesehen wie viele von uns. Einen Helden. Trotz seiner persönlichen Verluste ist Anton stark und ein Teil von etwas Größerem geblieben. Er war sich seiner Verantwortung bewusst, immer zu tun, was er konnte. Und dafür danken wir ihm und gedenken seiner als Beispiel für uns alle. Amen. Fehlt nur noch Peace. Die Rikers hassen uns. Schafft diese Randalierer von der Straße. Oh, keine da. Trigger ich bestimmt, wenn ich das aufhebe. Fantastisch. Verbrecher. Der verdammte Mob ist überall. Noch nicht. Vielleicht kommt noch keiner mehr. Scheiß
jagen wir sie. Vorsicht, Napalm. So. Müssen wir jetzt noch beschützen? Nein. Gut. So, meine Freunde. Wir werden jetzt hier das Video mal unterbrechen. Wäre cool, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Abo. Wir sehen uns.